Guten Morgen! Viele fragen sich häufig in bestimmten Momenten des Lebens, wo sie eigentlich im Leben stehen. Das bedeutet, was haben sie geschafft? Was wollen sie noch schaffen? Und ist es nach wie vor noch die Richtung, die ihnen auch ihr Innerstes weist? Ein Video, wie man sich analysiert und den eigenen Weg findet, habe ich ja vor kurzem veröffentlicht. Das findet ihr oben in den Infokarten. Aber der Gedanke, wo stehe ich in meinem Leben, birgt eine große Gefahr. Da er einen Verlauf betrachtet und damit den Kern des eigentlichen Lebens, den Moment, gar nicht trifft. Leben ist, wie der Name schon sagt, lebendig, und wenn man über die Vergangenheit und die Zukunft nachdenkt, dann ist man in dem Moment nicht mit dem Leben verbunden, sondern ausschließlich mit seinem Denken. Man denkt über etwas nach, was nicht real ist, sondern darüber, was in der Vergangenheit passiert ist und in der Zukunft passieren soll. Dieses Nachdenken und diese Abwesenheit vom Leben in eben diesem Moment soll uns dann eine Aussage darüber geben, wie wir unser Leben bisher bewerten sollen? Das fühlt sich nicht sinnvoll an. Doch wie kann man denn nun sinnvoll sein Leben bewerten und wo man in seinem Leben steht, wie kann man das denn irgendwie wie sinnvoll machen? Das ist sehr einfach. Wo man in seinem Leben steht, im Leben selber, und das Leben ist immer nur im Jetzt. Wenn man also eine qualitative Aussage über sein Leben treffen möchte und daraus eine Zufriedenheit oder eine Unzufriedenheit ableiten möchte hinsichtlich seines Lebens und dessen Bewertung, dann kann es nur die eine Frage geben. Lebst du jetzt? Nimmst du das Leben im jetzigen Moment als die Fülle der Dynamik des Universums und der Verbundenheit der Energien so auf, wie es dir aufgrund deiner geistigen Offenheit und Verbundenheit gleichermaßen möglich ist? Sobald du darüber nachdenkst, wie du in der Vergangenheit die Jetzt-Momente gelebt hast und darüber wieder versuchst, eine Zufriedenheit zu generieren, vernachlässigst du den einzig realen Moment, den es immer geben wird, das Jetzt. Diese Gedanken, die ich euch vorstelle, sind absolut heilsam, weil sie offerieren euch die einzige Wahrheit, die zählt, den aktuellen Moment. Und dieser Moment ist immer da, jederzeit. Ihr könnt jederzeit wählen zu leben. Zu jeder Sekunde, wo ihr daran denkt, euer Körper danach lechzt oder ihr zufällig aufgrund positiver Konditionierung in das Gefühl fallt, könnt ihr das Leben leben. Es ist egal, ob ihr im Gefängnis seid, ob ihr bettelarm seid oder todsterbenskrank oder zufrieden, unzufrieden mit eurem Job, eurer Lebenssituation oder eurer Partnerschaft. Ihr habt jetzt den aktuellen Moment, das einzig wahre Leben vor euch, und könnt in diesem Moment einfach leben. Einfach alles abstreifen, was euch durch den Kopf huscht, jeden Gedanken, sondern einfach atmen, schauen, sein. Ohne Gedanken einfach leben. Das ist die Essenz, das ist der Sinn eures Lebens. Der Sinn des Lebens im allgemeinen Gedankengut wird fast immer vom Kopf festgestellt, und in schwachen Momenten von Depression, Krankheit und Unbewusstheit wird euch dieser Sinn durch den Kopf gehen und ihr werdet daran alles messen wollen, ne, das bewerten wollen. Da mache ich auch selber keine Ausnahme. Siehe auch mein Video in der Krankheit, als ich der Meinung war, dass ich es verdient hatte zu sterben. Aber sobald man wieder mit dem Leben verbunden ist, dann wird man wieder bewusst und lässt auch die Dinge, die auf einen einprasseln, durch diese starke Verbundenheit mit dem Leben auch einfach wieder vorbeiziehen, ohne sie zu bewerten. Und dann erkennt man wieder den wahren Sinn des Lebens, und das ist das Leben selber. Ne? Das Leben, was eben nicht bewertet wird, und das Leben, was man gar nicht mit den Gedanken bewerten kann, weil die Dynamik und die Komplexität von Sekunde zu Sekunde wechseln und unsere Gedanken gar keine Chance hätten, da überhaupt hinterherzukommen. Wenn ihr euch also fragt, wo ihr im Leben steht, dann versichere ich euch zwei Dinge. Erstens, ihr könnt nicht wirklich eine Aussage darüber treffen, wo ihr wirklich im Leben steht, da das Leben immer nur jetzt stattfindet, und wenn ihr denkt, verliert ihr den Bezug zum Jetzt. Alles, was ihr tun könnt, ist aufgrund von gedanklichen Mustern euch in eine festgelegte Scheinwelt einordnen, und ob ihr da entsprechende Kriterien erfüllt, das ist das, was ihr tun könnt. Alles. Und zweitens ist, ihr steht immer im Leben, ob ihr wollt oder nicht. Die Frage ist nur, inwieweit ihr diese tiefe,
zufrieden, dieses tiefe, zufriedene und formlose, also gedankenlose Gefühl des Lebens realisiert, inwieweit ihr wirklich erkennt, dass Leben nichts mit dem Denken zu tun hat, sondern viel komplexer und vielschichtiger ist und das Denken immer nur versucht im Nachgang bruchstückhaft irgendwas zusammenzufügen, was dem Gehirn dann selber sinnvoll erscheint. Aber diese kleine Zweierbande, das Gehirn und das Denken, die sich sehr gut verstehen, sie sind nicht das Leben, sondern das ist der Kanal, über den wir mittels Bewusstheit einen Zugang dazu generieren. Aber um das Leben zu erfassen, braucht es mehr als Bewusstheit und das Gehirn. Es braucht Bewusstsein. Den Unterschied habe ich euch ja bereits in einem anderen Video vorgestellt, siehe auch oben in den Infokarten. Seid euch dessen bewusst, dass ihr zu jedem Moment lebt und dass es keine qualitative Beurteilung außerhalb des Gehirns vom Leben gibt. Ihr lebt oder ihr lebt nicht. Und wenn ihr mich hört, dann lebt ihr. Und dann ist nur die Frage, ob ihr das Leben auch als Leben erfasst oder ob ihr versucht mit eurem Denken das Leben zu beschreiben, um es besser vergleichen zu können mit potenziell anderen Leben und daraus dann eine Zufriedenheit ableiten wollt, wo ihr steht. Es ist sehr schwer, sich diesen Gedanken komplett zu entziehen. Das ist mir auch durchaus bewusst. Jemand, der sehr wenig Geld hat, der krank ist und keine Freunde hat, der wird wahrscheinlich sehr häufig, wenn er noch einen Zugang zur Gesellschaft hat, mit einigen destruktiven Gedanken konfrontiert werden, die in seinem Leben als, wenn er sich fragt, wo stehe ich in meinem Leben, als gescheitert oder als misslungen oder einfach schlecht das ihm suggeriert. Aber mittels der Gedanken dieses Videos und vieler anderer Menschen, die ebenso immer wieder auf das Leben selber hinweisen, kann man trainieren, dass man sich von der künstlichen Scheinwelt der Gesellschaft löst und seinen eigenen Weg geht. Entweder indem man das Denken nutzt, um eine weitere Scheinwelt aufzubauen, genauso wie es jetzt sicher über 95% der deutschen Bevölkerung tun, oder eben wenn er einen Zugang dazu findet, das Leben selber zu spüren und in den Momenten der Depression, der Krankheit und auch der Schwäche dann sich wieder mit dem Leben Stück für Stück vereint. Ich selber habe gerade diese Phase durch. Ich habe in der Phase der Krankheit, die immer noch ein bisschen andauert, tagelang nur gedacht und wirklich mich dem Gehirn hingegeben, den Gedanken. Und aufgrund meiner Geschwächtheit eigentlich wirklich dem Denken komplett das Feld überlassen, den Raum überlassen. Und herausgekommen sind dann eben natürlich Gedanken bezüglich des Erreichens von selbstgesteckten Zielen und daraus abgeleitet eine Rechtfertigung des Lebens. Wer das Video noch nicht geschaut hat, den verweise ich oben nochmal auf die Infokarten. Aber mit der Lebenskraft und mit der Verbindung zum Leben kommt eben auch das Leben als solches zurück. Und da ich eben auch einen starken Zugang zum Leben habe, fange ich an, beim Schauen dieser älteren Videos jetzt von mir interessant zu lächeln über meine Gedanken zu jener Zeit und erkenne auch, wie auch ich immer wieder aufpassen muss, von Gedanken gefangen genommen zu werden. Also fragt euch nicht im Leben, wo ihr steht, denn sobald ihr darüber anfängt, darüber nachzudenken, entfernt ihr euch in dem Augenblick vom Leben und könnt überhaupt keine Aussage mehr treffen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, darüber nachzudenken. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.